Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diese Woche gibt es einiges zu berichten. Mir wurden Minifiguren gestohlen. Es gibt einen Haul. Ich war in geheimer Mission für den Johannes unterwegs. Und es gibt natürlich jede Menge Bestellungen. Ihr wollt das alles sehen? Dann bleibt dran. Los geht's. Und diese Woche beginnen wir das Video mit einem kleinen Ausflug, den ich gemacht habe, und zwar für den lieben Johannes von Vineyard Bricks in der Steiermark. Er hat mich gebeten, ein Set für ihn abzuholen in diesem Markt, dass er sich dort 15 Mal reduziert hat. Das war einfach sehr stark verbilligt und ich habe mich natürlich für ihn auf den Weg gemacht, das ist ja ganz klar. Hier bin ich auch schon in der Lego-Abteilung und habe mich dann bemüht, einen Mitarbeiter zu finden, weil es war ja alles reserviert, alles online gemacht und ich habe das Set natürlich auch bekommen, jedoch nur 13 Mal und zwar die 60353, die Tierrettungsmission. Ja, und der Johannes hat dann auch noch im Shop zusätzlich was bestellt, nämlich einmal den BD72, dann einen Labrador und eine Giraffe. Das freut mich natürlich auch sehr, dass hier noch mal ein wenig zugeschlagen hat. Und hier sieht man das Ganze jetzt, wie es schon gut eingepackt ist. Natürlich gibt es auch ein kleines Dankeschön von mir dazu. Und dann kommt das alles ins Paket und macht sich natürlich schnellstmöglich auf den Weg zu dir in die Steiermark. Vielen lieben Dank nochmal, Johannes, für die zusätzliche Bestellung. So, jetzt wende ich mich mit einer Bitte an euch, denn ich habe eine E-Mail bekommen von Manuel Schneider und der Manuel, der schreibt gerade an einer Bachelorarbeit, er schreibt, dass er auch selbst Klemmbaustein-Fan ist und hier auch ein wenig die Unterstützung für eine Online-Umfrage von der Community braucht und ihr seht hier das E-Mail, das ich von ihm bekommen habe. Der Link ist safe, ich habe es ausprobiert, ich habe teilgenommen und ich werde euch diesen Link in der Videobeschreibung auch verlinken und möchte euch um eure Mithilfe bitten. Nehmt hier teil, es dauert wirklich nur ein paar Minuten, sind sehr allgemeine Fragen, alles anonymisiert und sicher. Das ist wirklich eine gute Geschichte und würde dem Manuel sehr helfen. Wenn man dann auf diesen Link klickt, kommt man auf die Seite von der Fachhochschule Wiener Neustadt und ich habe sie euch hier eingeblendet und hier kommt man dann direkt weiter zu den Fragen. Es sind sehr allgemeine Fragen, was euer Kaufentscheiden beeinflusst. Nehmt euch doch bitte die Zeit und unterstützt den Manuel, weil es natürlich nicht leicht ist, dann auch entsprechend viele Leute zu finden und damit er einfach eine gute Grundlage für seine Bachelorarbeit hat und dann alle Bricklink-Kollegen. Euch würde ich doch auch bitten, in euren Videos oder Vlogs diese Umfrage einfach einmal schnell zu bewerben und auch weiter zu verlinken, weil ich denke, dass die Klemmbaustein-Community hier gemeinsam wirklich etwas bewegen kann. Und im Namen von Manuel möchte ich euch dann auch gleich Danke sagen für die großartige Unterstützung. Dankeschön. So, eine Bestellung ist eingegangen und zwar vom Giorgio aus Bella Italia. Und zwar hat er nicht nur diese City-Figur, diese Malerin bestellt, sondern insgesamt 539 Teile in 68 Lots. Insgesamt eine sehr kleinteilige Bestellung, wie ihr hier sehen könnt. Aber es sind doch einige Fenster dabei. Und zwar hier jede Menge weiße, schwarze und gelbe Fenster. Was mich besonders freut, ist, dass er auch ein paar exotischere Farben bestellt hat. Hier haben wir zum Beispiel die Teils aus dem Indiana Jones Set und zwar nämlich aus diesem hier, das ihr hier seht. Genau, hier sind diese Fliesen und hier auch diese Totenkopf-Teils, die hat er sich auch noch mitbestellt. Die sehen wir hier und hier sind noch andere bedruckte Fliesen. Alles in allem eine tolle Bestellung. Vielen Dank, lieber Giorgio, da gibt es natürlich auch ein kleines Dankeschön von mir noch mit dazu. Und ja, ich würde sagen, ich schweiße das Ganze jetzt einmal ein und dann geht das auf jeden Fall heute noch raus. So, und zwischendurch gibt es mal wieder einen kleinen Haul, denn ich habe wieder etwas Nachschub besorgt. Wir sehen hier vier Kartons. Sehr spannend. Was ist da drinnen? Was glaubt ihr? Ich glaube, wir schauen einfach mal rein. Und zwar 1, 2 und... Und da haben wir es schon, viermal die 60380, das Lego City Downtown Set. Insgesamt alle vier Boxen haben zusammen
8176 Teile in insgesamt 647 Lots. Das ist natürlich eine ganze Menge, wird wieder eine schöne Herausforderung, aber ich finde einfach, es ist ein wunderschönes Set mit ganz vielen aufregenden Teilen. Es sind 14 Minifiguren dabei, dann jeweils natürlich mal 4, die können wir uns natürlich auch hier ansehen. Echt klasse, wirklich coole Sachen, die hier dabei sind. Der Straßenmusiker mit dem Hund, ein Reisender, ein Straßenkehrdienst. Echt richtig, richtig coole Figuren sind hier mit dabei und wirklich schöne Szenen, schöne Steine. Da sollte doch für jeden irgendetwas dabei sein. Finde ich wirklich großartig und wird es demnächst hier bei mir im Bricklink Store natürlich geben. Und es geht gleich hallmäßig weiter, denn in der Zwischenzeit ist eine neue Lieferung gekommen. Und zwar habe ich hier insgesamt 6x die 75362 Ahsoka Thanos T6 Jedi Shuttle mit wirklich wieder sehr tollen Minifiguren, die hier dazukommen. Hier haben wir mal die Ahsoka, dann die Sabine, den Professor Huyang und Marok. Wirklich tolle Figuren. Besonders der Professor gefällt mir ausgesprochen gut. Echt eine klasse Figur. Und das Jedi Shuttle ist ja auch echt wirklich sehr gut gelungen, wie ich finde. Bin dann gespannt, wie es beim Zusammenbauen ist. Dazu habe ich mir auch noch einmal den Lego Star Wars Adventkalender dieses Jahres dazu genommen. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Einen habe ich natürlich für mich selbst. Und die anderen werden ausgepartet. Ja, und währenddessen die Lieferung gekommen ist, bin ich auch schon mitten im Part-Out von der 60380. Ihr seht, hier liegen überall die einzelnen Plastikbeutel mit den Einzelteilen herum. Es ist einiges. Insgesamt sind es 15 Bauschritte. Wie ihr seht, habe ich hier alles gestapelt und kämpfe mich da jetzt einfach mal durch. Ja. Und dann geht es weiter und dann sehen wir einfach, dass wir alle Teile so schnell wie möglich in den Store bekommen. Ja, liebe Leute, es ist einfach unglaublich. Ihr werdet es kaum glauben, was passiert ist. Ich habe die 75348 mir letztes Jahr im Sommer 6x bei Amazon gekauft. Und da gab es ein vergünstigtes Angebot mit beschädigter Verpackung von Retoursendungen. Und ich dachte mir, ist eh egal, etwas günstiger, hast du einen besseren Part-Out-Wert und weil die Kartons brauchst du sowieso nicht, die wirfst du weg. Wie gesagt, 6x bestellt, habe begonnen das Set auszuparten, habe alle Kartons aufgemacht, alle Tüten aufeinander geleert, dann geöffnet, alles in eine große Schachtel, um es dann mal farblich auszusortieren. Das hat ja soweit alles gut gepasst, bis ich dann auf einmal auf Tüten gestoßen bin, die hier mit Klebeband zugeklebt waren und wohl säuberlich geöffnet wurden. Mir hat dann natürlich gleich Übles geahnt und ich habe alles fertig sortiert und habe dann nachgesehen und siehe da, es hat doch wirklich tatsächlich jemand bei einem Set die Tüten alle geöffnet und überall eine Minifigur entwendet. Also von einem Set alle 4 Minifiguren gestohlen. 4 Minifiguren waren eben in dem Set drinnen. Ich finde das echt ganz, ganz übel und wünsche demjenigen mindestens Pickel am Arsch, denn ich finde, das ist kein Kavaliersdelikt, das geht gar nicht. Denn bei diesem Set hätte es ja nicht unbedingt mich treffen müssen, sondern vielleicht ein Kind, wo die Enttäuschung dann wahrscheinlich sehr, sehr groß gewesen wäre. Gegenwärtige Figuren auch immerhin 35 Euro für die 4 Stück. Wir haben ja diesen Flottenkommander, den Mandalorianer, einen TIE Fighter Piloten und eine Astromech Einheit mit dabei und es wurde wirklich fein säuberlich alles entwendet. Ich finde es echt krass. Lasst mich doch in den Kommentaren gern wissen, was ihr darüber denkt. Ist das für euch eine Lappalie oder echt was nicht geht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, nichtsdestotrotz sind in diesen 6 Sets auch über 6000 Einzelteile drinnen. Hier habe ich Light Bluish Grey schon auseinandersortiert
und die werden jetzt dann auch gleich in den Shop hochgeladen. Und wir haben hier noch die schwarzen Items, die weißen und die Dark Bluish Grey, die noch darauf warten, auseinandersortiert zu werden. Als dann bald im Store alles verfügbar. Ja, heute ist Montag, der 5. Februar und es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Es sind nämlich jetzt übers Wochenende 6 Bestellungen eingegangen und die möchte ich euch gerne kurz zeigen. Ich habe schon alles soweit vorbereitet. Die erste Bestellung, die kommt vom Klaus Peter aus Wunsdorf. 228 Teile in 16 Lots. Was sind hier die Highlights? Hier einmal von Harry Potter. Die HP-155, der Dementor, eine echt klasse Figur. Und dann haben wir auch noch von Harry Potter die Susan Bones, die HP-406. Was hat der Klaus-Peter sonst noch? Wir haben hier ein paar Mauersteine in Light Bluish Grey, Fenster, ein paar Teile in Reddish Brown, bisschen was in Schwarz. Und eine sehr feine Bestellung, wie ich finde. Und das wird auch gleich alles fertig verpackt und ihm zugeschickt. Vielen Dank, Klaus-Peter, für deine Bestellung. Die nächste Bestellung, die war vom Niklas aus Oranienburg. Beim Niklas, da sticht es ja eh schon ins Auge. Nämlich hier diese Light Bluish Grey Mauer Bricks. Er hat insgesamt 460 Teile bestellt in 7 Lots und das hier sind allein schon 350 Stück. Und dann haben wir noch ein paar einmal 10er Bricks und einmal 8er Bricks in Light Bluish Grey. Hier noch ein kleines Highlight, diese Tür, die finde ich echt klasse, so eine Gefängniszellentür. Ist das war auch meine einzige, die hast du dir geschnappt. Was haben wir noch? Ja genau, von den Superheroes haben wir hier noch Dead Strange, natürlich nicht zusammengebaut für dich. Und dann noch ein paar einmal 4er Teils in Schwarz. Ja, auch an dich, vielen lieben Dank für deine Bestellung. Die nächste Bestellung, die ist vom Albert aus Berlin. 163 Teile in 8 Lots, alles in Light Bluish Grey. Auch eine sehr feine Bestellung, wie ich finde. Vielen Dank an dich, lieber Albert, und macht sich natürlich auch schnellstmöglich auf dem Weg nach Berlin. Dann haben wir hier eine etwas kleinere Bestellung und die kommt vom Armin aus Merzig. Der Armin hat sich einfach 2 Figuren. Das ist einmal dieser Female Soccer Player aus diesem Ideas Set, die Nummer 143 in Rot, und dann einmal die Lady in Grey von Harry Potter, die HP-411. Vielen Dank an dich auch, lieber Armin. Und für dich gibt es natürlich auch ein kleines Dankeschön dazu, wie für alle anderen. Ganz obligatorisch bei mir. Ja, dann die nächste Bestellung ist auch ein Highlight, muss ich sagen. Das ist nämlich die erste Bestellung aus Seoul, aus Südkorea. Und zwar kommt die vom Dong Yoon. 133 Teile in 22 Lots. Und das Besondere an dieser Bestellung ist jetzt auf jeden Fall einmal hier die SW1301, das ist Marok, der Inquisitor, hatte ich 5-mal, hatte ich, er hat nämlich alle 5 genommen. Dann haben wir noch diese HP-363, diese goldene Statue aus dem Harry Potter Set, aus dem Ministry of Magic Set. Und dann haben wir hier noch aus der Sammelserie 23, das ist dieser, wie heißt der, Ritter vom Gelben Schloss, glaube ich, mit dem Steckenpferd. Ja, ansonsten hat er auch noch einige Schatztruhen sich geholt und ein paar Kisten und jede Menge Plates. Auch wirklich eine wunderbare Bestellung. Vielen Dank an dich. Und macht sich natürlich auch schnellstmöglich auf dem Weg nach Seoul. Ja, und die letzte Bestellung vom Wochenende, die kommt vom Holger aus Bad Soden, 217 Teile in 38 Lots. Hier haben wir ein paar Plates, die er sich ausgesucht hat. Dann haben wir sehr viel in Dark Brown.
Auch hier haben wir noch eine Figur aus der Muppets-Serie, und zwar ist das Rolf der Hund, oder Rolf, irgendwie so heißt er. Und dann haben wir auch noch ein paar Pflanzenteile, ein kleines Kätzchen, da wieder Pflanzenteile, Steuerräder, haben wir dann so Kisten, hier ein Fass. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht irgendein Piratenthema baut. Ja, lieber Holger, lass es mich gerne wissen. Ansonsten auch an dich, vielen herzlichen Dank für deine Bestellung. Gibt natürlich auch für dich ein kleines Dankeschön dazu. Und dann machen sich all diese Bestellungen schnellstmöglich auf dem Weg zu euch. Was kann ich euch noch zeigen? Ja, nächster Part-Out wird jetzt dieses Set sein, das ich hier auch einmal aufgebaut habe. Das ist die 75364 der New Republic E-Wing gegen Shin Hattis Starfighter. Wirklich zwei sehr schöne Raumschiffe hier, die man aufbauen kann. Auch tolle Minifiguren dabei. Hier haben wir zum Beispiel die Morgan Elsbeth, Bylan's Call, Shin Hattie haben wir dann natürlich auch hier dabei. Dann haben wir den Captain Porter und dann auch noch eine Astromech-Einheit, nämlich den New Republic Astromech Droid. Auch sehr schöne Figur, wie ich finde. Das ganze Set wird dann 4 bis 5 Mal ausgepartet. Ja, dann habe ich hier auch noch, ja, hier sehen die Kleinteilmagazine, diese Fächer, die sehen so aus, wenn man versehentlich draufsteigt. Passiert halt auch einmal, ein kleiner Unfall. Und dann habe ich hier noch diese Boxen von Weihnachtsbeleuchtung, die mir kaputt geworden ist, und habe mir gedacht, diese Boxen, die sind eigentlich auch echt klasse. Die kann man nämlich auch sehr schön stapeln und die sind doch auch perfekt für die Aufbewahrung von Lego-Teilen. Ja, also noch einmal vielen herzlichen Dank an alle, die hier jetzt so fleißig bestellt haben. Ja, und das soll es für diese Woche dann auch gewesen sein. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick in den Shop, denn wir stehen jetzt momentan bei 114.697 Teilen in gut 4.000 Lots. Das ist ja gar nicht so schlecht. Einiges kommt noch rein, wird noch hochgeladen. 173 Orders und 77 Fans, 100%, also wirklich alles im grünen Bereich. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, möchte euch wieder herzlich einladen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Und auch ein Daumen nach oben und ein Kommentar hilft natürlich ungemein für den Algorithmus. Also da sage ich schon mal vielen Dank im Voraus. Und noch eine kleine Erinnerung: bitte vergesst nicht, dass mein Shop ja auch in Österreich beheimatet ist, auch wenn er jetzt nur über Deutschland zu finden ist und ich auch zu österreichischen Versandkosten versende. Also dann, ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal, auf den nächsten Vlog. Hier geht es jetzt dann wahrscheinlich mit dem nächsten Video weiter, was mein Mock betrifft, also Tatooine und War. Schaut euch auch gerne diese Videos an. Ich würde mich sehr freuen. Alles klar, alles Liebe, dann bis bald. Euer Klaus von Brickredo.